Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Beim letzten Mal sind wir dort hinten vom neuen Lager aus aufgebrochen und haben uns hier den Weg zwischen dem neuen Lager und dem alten Lager mal genauer angeschaut und die ein oder andere Fähigkeit gelernt, was das Ausnehmen von Tieren anbelangt. Und wir haben dann noch einmal Cavalon besucht und ihn, ja, ein bisschen um seine Gegenstände erleichtert, denn er braucht sie da sowieso nicht. Genau. Ja. Und jetzt sind wir hier wieder am Rand des alten Lagers. Wir können die Mauer dort schon sehen. Leider können wir nicht drüber klettern. Deswegen müssen wir jetzt einmal hier rumgehen und den Haupteingang nehmen. Ja, und dann haben wir jetzt so ein oder zwei Aufträge, die wir mal so langsam abgeben können. Und das werden wir auch tun. Damit kriegen wir so ein bisschen an Erfahrung und ja, vielleicht auch das ein oder andere Item. Mal schauen. Ja, das Gebiet hier sollte uns eigentlich bekannt vorkommen, denn das ist der Haupteingang vom alten Lager. Da oben den Weg, der da den Berg runterkommt, den sind wir ganz am Anfang gegangen und dann dort über die Brücke gekommen, um halt hier in das alte Lager hineinzukommen. Und da sehen wir auch schon, da ist die Burg und hier ist der Eingang zur Burg und ja. So, was können wir denn hier machen? Wir haben ein paar Missionen und zwar haben wir neue Seelen für die Bruderschaft, da können wir uns mal drum kümmern. Verschwundener Gardist möchte ich noch ein bisschen aufschieben. Prüfung des Vertrauens können wir abgeben. Ich meine, wir waren zwar bei Laris und haben ihm die Liste gezeigt und der hat was draufgeschrieben, aber hey, weiß ja keiner außer Laris und ein paar Leuten aus dem neuen Lager. Deswegen können wir Diego einfach die Liste geben. Und natürlich haben wir uns um Mordrak gekümmert. Der lebt zwar noch, aber er ist nicht mehr im alten Lager und wird dort vermutlich auch in nächster Zeit nicht auftauchen. Deswegen würde ich sagen, reden wir mal mit Lorus, mit Torus darüber. So, aber erstmal hier das Ding abgeben, die Liste. Ich habe die Liste von Ihnen. Gut gemacht. Das bringt dir einige Pluspunkte ein. Tja, mach's gut. Das ist halt das Schöne. Kann es sein, dass du im Kreis läufst? Ich meine, ich weiß ja nicht, wo du hin willst. Einen Moment, ich kümmere mich mal eben um Matt. Halt! Was ist? Du darfst nicht in die Burg, hau ab! Ja, aber Matt darf da einfach reinrennen, ne? Ist klar. Genau. Ja, das Schöne ist halt, dass Diego trotzdem noch die Liste annimmt und dass wir so immer noch dem alten Lager beitreten können, als auch dem neuen Lager. Und ich möchte euch mal was zeigen, wenn wir mal in erfüllte Missionen gehen und uns dann die Prüfung des Vertrauens angucken und dann mal den letzten Antrag durchlesen. Diego war sehr zufrieden, als ich ihm Ians Liste überreichte. Er scheint Laris Fälschung nicht durchschaut zu haben. Oder habe ich gerade ein Funkeln in seinen Augen gesehen? Tja, es scheint also, als hätte Diego doch erkannt, dass wir bei Laris waren und ihm die Liste übergeben haben. Aber ich glaube, er findet das tatsächlich lustig, so wie Laris das auch schon angekündigt hatte. Und nimmt uns das nicht krumm, sondern wahrscheinlich ist er sogar beeindruckt davon, dass wir uns sowas wagen und vor allem die Liste dann auch zurückbringen. Und denkt wahrscheinlich, ja, wenn er bei uns beitreten will, soll er doch, weil der weiß, wie er sich einen Vorteil rausschlägt. Das könnte für uns nützlich sein und tja, irgendwie macht das Diego sympathisch. Na gut, gehen wir mal zu Torus. Hallo, na, hast du mich vermisst? Vermutlich nicht. Der Typ wird sich hier nie wieder blicken lassen. Lieber wäre mir gewesen, du hättest ihn umgelegt. Du hast gesagt, was ich mit ihm mache, ist dir egal. Tja, 250 Erfahrungspunkte, aber hey, wir haben die Mission abgeschlossen. Das ist auch schon ganz gut. So, wir gehen mal hier rum. Da oben läuft wieder Bloodwin entlang. Dem möchte ich jetzt eigentlich nicht entgegentreten. Wobei, wir haben so viel Erz, wir könnten das Schutzgeld eigentlich bezahlen. Nanu, haben wir kein rohes Fleisch dabei? Kann ich die Pfanne nicht benutzen gerade? Doch, ich wollte schon sagen. So, dann braten wir mal fröhlich vor uns hin. Wir haben zwar so viel Erz, dass wir ihm das Schutzgeld bezahlen könnten, aber eigentlich will ich das nicht. Wo ich so darüber nachdenke, eigentlich sind wir mittlerweile auch so stark, dass wir gar nicht mehr wirklich auf das Schutzgeld angewiesen sind. Ich meine, klar, wenn irgendwie so ein Schatten auf uns losgeht oder ein Gardist,
Da könnten wir schon in Bedrängnis geraten. Ich meine, gegen Shrike haben wir ja auch nicht so die große Chance gehabt in der letzten Folge. Aber gegen irgendwelche anderen Butler sollten wir eigentlich ziemlich gut ankommen. Ich glaube, das fordere ich gerade mal heraus. Moment, ich brate eben noch das Fleisch fertig, wobei das kann ich auch offscreen machen. Das muss ich jetzt nicht hier fertig machen. Und wir gehen mal zu Bloodwyn und sagen ihm Hallo. Denn bisher haben wir ihm ja Schutzgeld bezahlt, indem wir ihm alles gegeben haben, was wir hatten, was zu dem Zeitpunkt einfach nichts war. Na? Gut, dass ich dich treffe, mein Freund. Wie sieht's mit deiner täglichen Unterstützung aus? Deine 10 Erz sind wieder mal fällig. Ja, genau. Ich würde sagen, wir werden nicht weiter zahlen. Ich werde nicht mehr zahlen. Du hast schon genug gekriegt. Nämlich gar nichts. Du enttäuscht mich. Von nun an sind wir keine Freunde mehr. Du wirst selber aufpassen müssen, dass du nicht von üblen Halunken niedergeschlagen und ausgeraubt wirst. Genau. Ich kann ganz gut auf mich selbst aufpassen. Das werden wir ja sehen. Ist das eine Drohung? Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Ja, werde ich. Kann ich da mal vorbei? Dafür, dass du mal Schutzgeld abziehst, muss ich aber sagen, ist deine Rüstung ziemlich kaputt. Guckt euch das mal an, die Flicken, die da vorne drauf sind. Tja, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das war eindeutig eine Drohung, die er da gegen uns ausgesprochen hat, oder? Ich glaube, ich werde mal ein bisschen Fleisch essen, wo wir schon dabei sind. Wie viel haben wir denn? 58 von 100. Wo haben wir denn Fleisch? Gehen wir einfach von 60 aus. Wir brauchen ja nicht die volle Lebensenergie. Dann haben wir 75 und... Ach ja, komm, das reicht. Das reicht, Dicke. Wir haben sowieso mehr als genug Fleisch. So, jetzt wollen wir vielleicht nochmal jemanden ärgern, indem wir durch die Hütte einfach durchrennen. Dum-di-dum-di-du. Na, das war die falsche Hütte. Na? Okay. Vielleicht ist er in dieser Hütte hier drin. Auch nicht. Na gut. Dann halt nicht. Jakal, haben wir mit dir schon geredet? Achso, der will auch Schutzgeld haben. Ja, nö. Nö, muss nicht sein. Nicht so zwingend. Gucken wir uns mal lieber nochmal hier unten um. Und ich habe ja schon angekündigt, dass ich hier eine Quest übersehen habe. Jetzt wollen wir mal gucken, dass ich denjenigen finde. War das... Hey du, ja. Mit Sumpfkraut und Tränken aus dem Sektenlager. Willst du was? Dexter, mit dem haben wir überhaupt noch gar nicht geredet. Was ist Sumpfkraut? Neu hier, was? Man kann es rauchen. Wirkt auf die meisten sehr entspannend. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Aha, dann zeig mal her. Was hat er denn? Traumruf, schwarzer Weiser, grüner Noviza, okay. Dietriche Karte der Kolonie, Könnten wir uns vielleicht auch mal anschaffen, denn wir haben ja bisher nur die Karte zur alten Mine. Und, die ist halt nicht so toll. Wir haben ja genug Geld, haha. Karte der Kolonie, leider fehlt darauf ein großes Gebiet im Südwesten, aber wir nehmen sie trotzdem mit. Tränke brauchen wir jetzt erstmal noch nicht, würde ich sagen. Wir haben sowieso noch welche und Fleisch hilft am Anfang auch. Aber wir können ein paar Sachen verkaufen. Das grobe Schwert zum Beispiel, wo auch immer wir das herhaben. Das haben wir wahrscheinlich beim letzten Mal gefunden. Verwitterte Axt, Spitzhacke, Knüppel, Kurzbogen, jede Menge Pfeile. Was haben wir denn noch so hier? Ich würde ungern erstmal die Artefakte verkaufen, deswegen... Was haben wir denn hier noch? Fackeln. Ich brauche nicht so viele Fackeln. Da brauche ich vielleicht 2. Deswegen nimm das mal. Das Wolfsfell kannst du haben. Die Zähne kannst du alle haben. Fell eines Schattenläufers. Ja, komm, die kriegst du auch direkt noch mit. Und den Becher. Und dann sind wir genau auf 250. Das passt ja perfekt. Dann nehmen wir einfach hier sämtliches Erz mit, was er bei sich hat. Und ich finde, das ist dann ein ganz guter Deal, oder? 200 Erz und eine Karte gegen den ganzen Schrott, den wir sowieso nicht brauchen. Dann sind wir wieder auf 1500. Aber nicht mehr lange, denn das werden wir gleich ausgeben. Habe ich mich so entschieden. Aber vielleicht hat er auch noch eine Möglichkeit, dass wir uns dem Lager anschließen können. Ich will mich dem Lager anschließen. Ich will Schatten werden. So, du suchst eine Möglichkeit, dich zu bewähren. Gut, du kannst etwas für mich erledigen. Wenn du die Sache gut machst, lege ich ein gutes Wort bei Diego für dich ein. Das klingt doch gut. Um was geht es? Im Sektenlager gibt es einen Mann, der Kalom heißt. Ist ein ziemlich hohes Tier, einer der Gurus der Sekte.
Calop ist Alchemist. Er hat das Rezept für einen ziemlich wirkungsvollen Heiltrank. Ich will ihm das Rezept abkaufen. Dann kann ich die Dinger selber herstellen. Aber an Calop kommt niemand ran. Und was soll ich da machen? Die Sektenspinner sind dort auf der Suche nach neuen Leuten. Du bist neu hier. Tu einfach so, als wenn du dich anwerben lassen willst. Ja, Korkal. Er ist einer der Gurus, das heißt, er prüft die neuen Anwärter. Wenn du mit ihm in Kontakt kommst, versuch, an das Rezept zu kommen. Ob du dafür bezahlst oder nicht, ist mir egal. Tja, also ich würde sagen, Korkalom haben wir ja schon kennengelernt. Von daher schauen wir mal, ob wir da was finden können. So, wir haben jetzt zwei Optionen. Einmal, okay, ich werde sehen, ob ich das Ding kriege. Oder hört sich nach einer schwierigen Sache an. Wie viel ist für mich drin? Hört sich nach einer schwierigen Sache an. Wie viel ist für mich drin? Irgendwann wird Diego mich fragen, ob du für uns geeignet bist. Rate mal, wovon meine Antwort abhängen wird. Es kann sein, dass ich das Rezept bezahlen muss. Gib mir 50 Ertats Vorschuss. Ich würde sagen, wir sind einfach mal ein bisschen dreist, oder? Kein Erz, kein Rezept. Na schön. Über das Erz können wir reden, wenn du das Rezept hast. Nein, ich will jetzt Erz sehen. Oder du kannst dir dein Rezept selber holen. Es gibt noch genug andere neue. Ich denke, ich sollte den Auftrag einen von denen geben. Gut, vergessen wir die Sache. Nicht so schnell. Wollte nur wissen, wie weit du gehst. 50 Erz ist ziemlich viel für einen neuen, was denkst du? Klingt schon besser. Gut, gut. 50 Erzbrocken kann ich gerade noch entbehren. Enttäusch mich nicht, Kleiner. Tja, manchmal lohnt es sich einfach, so ein bisschen dreist zu sein, ne? Wo ist das Sektenlager? Durch den Südausgang aus dem Lager raus. Dann immer östlich halten. Am besten besorgst du dir eine Karte. Ich hab grad. Der Südausgang ist der umgestürzte Turm, richtig? Stimmt, genau. Ich hab gerade eine Karte von dir gekauft. Also, ja, natürlich besorge ich mir eine Karte. So, die wollen wir auch direkt mal anschauen. So, Karte der Kolonie. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Ich hoffe, das Spiel ist jetzt gerade nicht abgestürzt. Hallo? Oh, ist ein bisschen in die Breite gezogen. Aber das macht ja nichts. Ja, damit haben wir eine komplett, naja, eine fast komplette Karte der Kolonie. Und da sieht man schon, ja, hier in der Mitte, da sind wir. Da sieht man den Pfeil, den wir darstellen. Und wir sind halt im alten Lager. Das bildet das Zentrum der Kolonie. Und macht ja auch Sinn, denn das war ja früher auch das Gefangenenlager. Tja, und ihr seht so eine gestrichelte Linie drumherum, das ist die Barriere. Man erkennt also auch, dass die, also selbst wenn es nicht in diesem gestreckten Zustand ist, dass die nicht ganz rund ist, sondern ein bisschen uneben, was ich eigentlich auch ein ganz nettes Detail finde, dass die Magie da halt auch nicht so perfekt funktioniert. Ja. Und wo befinden sich jetzt das Sektenlager und das neue Lager? Ja, das Sektenlager ist ganz rechts im Sumpf. Man kann es vielleicht erkennen. Da sind so, ja, ich denke immer, das sind Palmen, weil die von oben so diese Sterne da sind. Aber das sind halt diese Sumpfbäume. Und das ist das Ganze auch ein bisschen brauner. Und da sieht man, da mündet dieser große Fluss drin. Das ist das Sumpflager. Ich kann jetzt leider nicht mit der Maus drauf zeigen. Aber halt ganz, ganz rechts, ganz im Osten der Karte. Ja, und dann im Gegenteil dazu ganz im Westen der Karte, da wo ihr diesen See seht, mit dem Gebäude drauf, das ist die Kneipe im See, genau da befindet sich das neue Lager. Na, ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen, wo das ist. Tja, und dieses Gebiet dort im Süden, wo keine Karte vorhanden ist, das ist das Ork-Gebiet. Da sind wir ja auch schon fast reingelaufen, bis uns einer gewarnt hat. Und von dem Gebiet sollten wir uns tunlichst fernhalten, denn die Orks, die zerreißen uns einfach nur in der Luft. Das ist echt nicht schön. So, mit wem wollen wir denn noch hin? Fisk? Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann.
Sollen wir uns das leisten? Buddlerhosen, Schutz vor Waffen 15, Feuer 5? Für 500 Erz? Ich meine, unsere aktuelle Rüstung hat 10 Schutz vor Waffen, 10 Schutz vor Feuer. Das heißt, es würden einfach nochmal 5 Schutz vor Waffen dazukommen. Klingt jetzt nicht viel, aber ich glaube, das Geld werde ich ausgeben. Ich meine, wir haben 1600 Erz. Das ist richtig, richtig viel fürs erste Kapitel. Und da wird sowieso noch mehr dazu kommen. Deswegen würde ich sagen, wir haben das Geld, wir geben es einfach mal aus. Aber vorher möchte ich nochmal bei den Waffen gucken. Zeig mir deine Ware. Was denn da so zur Verfügung steht. Okay. Ja, nee. Stärkste Waffe, die er hat, ist halt das grobe Schwert, das wir ihm verkauft haben. Beziehungsweise die Buddlerzucht. Die haben halt nur Schaden 20. Da ist unsere Waffe, die Nagelkeule, schon ein Stück besser. Deswegen, nö, wollen wir nichts von kaufen. Aber die Rüstung, hast du eine Rüstung für die Buddlerhose nehmen wir mit. Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. Da sieht man halt auch leichte Buddlerhosen, Schutzwaffen 10, Feuer 5. Ist halt tatsächlich ein Äquivalent zur Buddlerhose, die wir bisher haben. Zur Schürferklamotte. Das meine ich, Schürferklamotten, nicht Buddlerhosen. Genau. Aber wir kaufen sie jetzt einfach. Gib mir die Buddlerhose. Eine gute Wahl. Dankeschön. So, beenden wir das Ganze mal. Rüstung, so. Guckt euch nochmal die Schürferklamotten an. Die rüstet jetzt die Buddlerhose aus. Ja, die sieht so aus. Komischerweise ändert sich auch die Form unseres Oberkörpers. Warum auch immer. Da ist die Texturierung irgendwie anders. Äußerst interessant. Ja, geil. Na gut, egal. Ja, damit haben wir jetzt die Buddlerhose ausgerüstet, die uns noch ein bisschen mehr Schutz vor Waffen gibt. Zusammen mit dem Amulett von Neck, das uns nochmal Schutz vor Waffen 5 gibt, haben wir jetzt insgesamt Schutz vor Waffen 20. Das ist auch schon recht respektabel fürs erste Kapitel. Deswegen können wir damit mal noch ein paar Sachen riskieren. Und ich meine, wie viel Erz hast du noch bei dir? 500, ja gut. Wir brauchen jetzt die Schürferklamotten ja nicht mehr. Außer um in die Kneipe auf dem See zu kommen. Aber ich glaube, da müssen wir sowieso nicht rein. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also ihr seht, die hat Wert 250. Wir können sie also für 125 verkaufen. Aber ich behalte die erstmal noch. Falls wir nochmal in die Kneipe im neuen Lager rein wollen, dann können wir das damit. Und falls wir irgendwann mal Geldknappheit haben, dann verkaufen wir die Hosen halt einfach. Und gut ist. So, und ich finde, das gehört mal gespeichert. Wer weiß, wer hier noch so auf uns lauert. Welche fiesen Leute. Und, ja, jetzt esse ich doch nochmal ein bisschen Fleisch. Wobei, warte mal, wie viel haben wir denn? 88, das heißt, uns fehlen 12 Leben. Haben wir nicht irgendwas, das genau 12 auffüllt? 14, 15, 6? Wir essen einfach 2 Höllenpilze. Tada! Schon haben wir 12 Leben aufgefüllt, ohne einen Heilungspunkt zu verschwenden. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. So, was können wir noch tun, solange wir denn hier sind? Wir können mal versuchen, ob wir in der Arena eine Chance haben. Ich bezweifle zwar stark, dass wir da ankommen. Wobei, ich meine, wir haben Stärke 40. Wir haben jetzt Schutz vor Waffen 20. Wir versuchen es einfach mal. Wir müssen auf jeden Fall uns ziemlich in Acht nehmen. Also ihr habt gesehen, selbst mit Schutz vor Waffen 15 haben wir gegen Shrike nicht so wirklich die Chance gehabt. Gegen Kirko könnten wir schaffen, eine Arena zu bestehen gegen Karim. Das ist halt der Champion. Schauen wir mal. Ja, ja, ich weiß, du willst vorbei, bla bla bla. Ich speichere jetzt hier. So. Haben wir die Mission denn schon an? Ne, wir haben die noch gar nicht angefangen, ne? Kirko, Moment. Wir fordern ihn mal zum Kampf in der Arena. Wir testen einfach mal, ob das funktioniert. Ich fordere dich zum Kampf in der Arena. Was? Aber ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Lass uns doch lieber ein Bier zusammen trinken und erzähl mir was von draußen. Okay, gib mir ein Bier rüber. Hier, nimm. Danke. Ja, danke. Ich fürchte, von draußen kann ich nicht viel erzählen. Sie haben mich fast 2 Monate in einem dunklen Loch gefangen gehalten, bevor sie mich hereingeworfen haben. Schade. Na, was soll's. Hey, für 2 Monate Kerker siehst du aber noch ziemlich gut aus.
Ich werde zusehen, dass das so bleibt. Warum willst du dann unbedingt gegen einen von uns antreten? Ich will Anerkennung im Lager finden. Bei Sketty, meinst du? Hm. Er ist einer der einflussreichsten Leute hier im Außenring. Wenn du mich besiegst, könnte ihn das schon beeindrucken. Aber wenn du ihm richtig imponieren willst, müsstest du Karim umhauen. Ich fürchte nur, er ist viel zu gut für dich. Falls du immer noch gegen mich kämpfen willst, sag mir Bescheid. Aber ich werde dir nicht gerne die Fresse polieren. Hm, egal. Wir versuchen einfach beide umzuhauen. Wie ist denn das? Erst Karim und dann den aus dem neuen Lager. Lass uns kämpfen. Bist du bereit? Folge mir. So, ich finde, das speichere ich aber nochmal eben schnell zwischen. Damit ich den Dialog nicht nochmal machen muss, sollte ich sterben. Ich meine, das ist ja auch in eurem Interesse, ne, Mr. Jacksmith? Lass mich mal vorbei. Ja, hier, komm, geh vorbei. Ich gehe so lange in die Arena. Oh wei, oh wei, oh wei. Alles bereit? Langsam, langsam, du hast gewonnen. Was? Stimmt doch gar nicht. So, dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. Jawohl. Au, au, au. Oh, guckt euch das einfach an, wie viel Schaden der macht. Ja, das war's. Ich lad mal. Ich weiß, das ist nicht der Sinn des Spiels, das einfach zu laden, aber ich mach das jetzt. Ihr könnt mich nicht davon abhalten. Das ist nämlich mein Let's Play. Ja, aber wir können das schaffen. Wir dürfen uns bloß nicht so von ihm treffen lassen. Und ich glaube tatsächlich, dadurch, dass wir jetzt die Buddlerhose gekauft haben, halten wir sogar 4 Treffer aus, anstatt 3er. So, wir ziehen schon mal die Waffe. Du hast gewonnen. Schon gut. Was hast du mit der Waffe vor, Mann? Ja, musst du erst mit mir reden? Du lernst schnell. Hallo. Was hast du mit der Waffe? Ach komm schon. Du lernst schnell. Ich will gegen dich antreten, deswegen ziehe ich die Waffe. So. Na komm, falsche Richtung, verteidige dich, Mann. Ah. Ja, das üben wir nochmal, oder? Das kann ich schaffen. Ich kann das schaffen. Ich muss das schaffen. Ich muss nicht. Aber ich will das schaffen, denn das gibt ordentlich Erfahrung. Und vielleicht hat er auch eine schöne Waffe dabei, die noch besser ist als die, die wir jetzt haben. Oder andere Items. Ein bisschen Erz. Ein paar andere Dinge. Kirgo. So. So, erstmal verteidigen. Und verteidigen, verteidigen. Ah, der hält nicht so lange die Verteidigung. Das ist das Blöde. Oh, komm, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Nein, nein, es war so knapp. Wir haben zwischendurch einen Volltreffer gelandet. Aber, Moment, Moment. Wir lassen ihn jetzt, uns jetzt mal ausrauben. Ja, ja, du mich auch. Du mich auch. Wie, der heilt sich jetzt? Och nö, damit habe ich nicht gerechnet. Moment, Moment. Was ist denn, wenn wir uns jetzt heilen und dann nochmal gegen ihn antreten? Mir sogar unsere Stachelkeule da fallen lassen. Na toll. So, hat er... Moment, Moment, Moment. Hat er sich jetzt wieder geheilt? Wo ist er denn hin? Wo ist er denn hin? Wo ist er denn? Na, der geht jetzt wahrscheinlich schlafen, um sich zu heilen. Das wollte ich nicht. Was haben wir denn hier? Nischt. Hier ist gar nichts. Und hier? Eine unsichtbare Fackel. Okay. Ja, das sind dann vermutlich die Kämpfe der Räume, die Räume der Kämpfer vor dem Duell, aber das möchte ich nochmal laden. Ich weiß, das ist geschummelt und bla und ich sollte schon mir das Erz irgendwann selber zurückholen und nicht einfach laden, aber das möchte ich jetzt nicht. Ich mache das so, wie ich das will. Ja, ja, ja. Ich meine, in anderen Spielen wäre man da sofort tot, ne? Und manche Charaktere, die wollen uns auch tot sehen. Die töten uns dann tatsächlich. Die versetzen uns dann noch einen letzten Stoß mit dem Schwert und, ja. Das heißt, Game Over. So.
Komm schon. Nein. Nein. Ah. So knapp. So verdammt knapp. Wir können das schaffen. Ah. Es tut mir jetzt irgendwie leid, dass ich hier ständig lade und das nochmal versuche. Und irgendwie habe ich auch ein schlechtes Gewissen dabei. Aber ihr würdet das vermutlich genauso tun. So, was wollte ich denn? Ach ja, genau. Volltrefferchance. Wir haben ja, wenn wir uns das mal anschauen, eine Volltrefferchance von 5%. Und ich meine, wir hätten zwischendurch einen gehabt. Alle 20 Schläge sollte ja einer kommen. Und das kann uns hier in diesem Kampf einfach nur helfen. So. Nee, das. Ich glaube, das können wir schon vergessen. Nee, versuch ja. Okay, das war jetzt das Beispiel, wie es überhaupt nicht laufen sollte. Ich glaube, ich sollte einfach das nächste Mal hochscrollen statt runter. Dann komme ich schneller zum entsprechenden Spielstand. Wenn wenigstens die Ladezeiten nicht so lange wären. Oh Gott. Also wenn Kyrgo uns schon solche Probleme macht, wie soll dann erst der Kampf gegen Karim laufen? Egal, wir schaffen das trotzdem. So. Du hast gewonnen. Schon gut. Hallo? Was soll denn das für eine Kombo sein? Ja. Kannst du vergessen. Kannst du glatt vergessen. Nee, ich muss mich zuerst verteidigen. Ich darf nicht den ersten Schlag machen. Außer der rennt irgendwie im Kreis um mich rum. Dann schon. Ja, ihr seht schon, das Gothic-Kampfsystem ist halt nicht das modernste aller Kampfsysteme. Deswegen ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig und das fügt auch ein bisschen zum Schwierigkeitsgrad hinzu, aber ich finde das gar nicht mal so schlecht. Er verteidigt sich einfach nicht. Nee, das will ich nochmal laden. Ich habe eindeutig die Maustaste gedrückt gehalten und nach unten gedrückt, was in Gothic-Sprache bedeutet, dass ich mich verteidige. Aber er hat es einfach nicht gemacht. Oh ja, voll geile Kampfmusik hier. So, versuchen das Ganze nochmal. Vermutlich ist das für euch jetzt etwas langweilig. Ich verteidige sich da manchmal einfach nicht. Versuch das nicht nochmal! Ja, langweiliger Kampf, ich weiß schon. Sehr viel spannender, wenn ich Kyrgo besiegen würde. Ein Versuch noch. Ansonsten schiebe ich das auf. Mach's ein andermal. Leider können wir auch nicht mehr Rüstung kriegen. Im ersten Kapitel. Wir müssen das einfach mit Skill machen, irgendwie. Wie auch immer. Aber wir müssen das schaffen. Und ich meine, wir müssen das auch machen, bevor wir uns einem Lager anschließen. Denn das ist ja eine Mission, die dafür sorgt, dass wir Bonuspunkte kriegen. So. Hallo, Er verteidigt sich einfach nicht. Ja, ich habe gesagt, noch einen Versuch, aber das ist mir jetzt egal. Ich versuche das jetzt nochmal. Aber das heißt, die hauen uns sowieso so schnell kaputt. Das Einzige, was vielleicht noch helfen würde, wäre jetzt Einhänder auf Stufe 2 zu bringen. Ne? Dann haben wir, ich glaube, eine 10% Volltrefferchance und wir halten es auch besser, haben eine bessere Kombo-Möglichkeit. Aber ich möchte diese Lernpunkte nicht ausgeben. Das sind 20 Lernpunkte und die habe ich einfach nicht. So. Du hast gewonnen. Schon gut. Er verteidigt sich einfach nicht. Was soll denn der Mist? Spiel, Gothic, hier. Ne? Ich will wenigstens einmal mich verteidigen können. Versuchen wir das nochmal mit gezogener Waffe zu triggern. Das klappt vielleicht ein bisschen besser. Du hast gewonnen. Was hast du mit der Waffe vor, Mann? Gegen dich zu kämpfen, Kyrgo. Du lernst schnell. So. Na, geht nicht. Ein Kampf. Ja, toll. Ich finde auch, dass das ein langweiliger Kampf ist. Und für euch ist es vermutlich noch langweiliger, weil ihr einfach nur zugucken könnt. So, das wird jetzt ja wirklich der letzte Versuch. Ansonsten
machen wir irgendwas anderes. Gehen wir erstmal ins Insektenlager und gucken uns da noch ein bisschen um. Aber irgendwann müssen wir es ja schaffen. So eine kleine Zwickmühle. Ja, Kirgo hier. Kirgo. Langsam, langsam, du hast gewonnen. Was hast du mit der Waffe vor, Mann? Aber ich finde übrigens die Reaktionen noch cool. Die unterschiedlichen. Zum Beispiel irgendwelche Buddler, die wissen, dass sie keine Chance gegen uns haben. Sagen halt langsam, langsam, Mann, du hast gewonnen. Das ist... Oh Gott, wo ist er? Ich kann mich... Nee, Moment, Moment. Das möchte ich doch nochmal versuchen. Die sagen halt von wegen, ja, hier, du hast gewonnen, pack die Waffe weg, hier, ich will nicht gegen dich kämpfen. Während die, die uns noch locker platt kriegen, eben wie Kirgo zum Beispiel sagen, hey, was willst du mit der Waffe? Steck die Waffe weg. Und das finde ich schon ziemlich atmosphärisch und ziemlich cool. Aber dieser Kampf lief jetzt auch mal ein ganzes Stück besser als die davor, weil das war jetzt wenigstens auch mal ein Kampf und nicht ein Kirgo schlägt dreimal zu und ich bin K.O.-Kampf. Langsam, langsam, du hast gewonnen. Was hast du mit der Waffe? Gegen dich zu kämpfen? Du lernst schnell. Ja, toll. So. Ich kann mich auch einfach nicht... Das geht einfach nicht. Ich reg mich hier gleich voll auf. Das kann doch nicht sein. Das kann doch einfach nicht sein, dass das mit dem Verteidigen nicht funktioniert. Aber ich will das jetzt auch schaffen. Irgendwie, ich beiß mich da jetzt fest und Ah. Was hast du mit der Waffe vor? Gegen dich zu kämpfen immer noch. Du lernst schnell. Ja, toll, hier, komm, red mich an. So. Danke. Du hast gewonnen. Schon gut. Nein! Ein Kampf. Okay, das lief schon ein kleines Stück besser. So, das wird jetzt wirklich der letzte Versuch. Ich will euch noch was anderes zeigen. Ich will das Video nicht damit enden lassen, dass ich hier in der Arena versage. Das wäre irgendwie doof. Und deswegen wird das jetzt der letzte Versuch. Und dann gucken wir mal, was wir sonst so machen können. Auf jeden Fall nicht gegen Karim antreten. Wir müssen erstmal Kirgo platt kriegen. Langsam, langsam, du hast gewonnen. Was hast du mit der hatte gehofft, er würde mich anregen. Du lernst schnell. Ja, ich weiß. So. Ich bin voll intelligent. Du hast gewonnen. Schon gut. Verteidige dich! Mann! Ja, keine Chance. Nee. Okay, dann laden wir einfach den Spielstand, wo er noch nicht in die Arena läuft. Ich verstehe nicht, warum er sich nicht verteidigt. Manchmal mag Gothic einfach nicht das tun, was ich möchte. Manchmal mag unser Held nicht das tun, was ich möchte, nämlich einfach sich da hinstellen und die Waffe vors Gesicht halten, damit er nicht mit dem Schwert ins Gesicht bekommt. Aber na gut, vielleicht steht er ja auf Schmerz. Vielleicht ist er ja ein bisschen masochistisch veranlagt, ne? Hier, Kleiner. Gib's doch zu. Dann machen wir jetzt noch was anderes. Und zwar habe ich eine kleine Idee. Deswegen gehe ich jetzt einmal nochmal hier vorne zum Tor hin. Verjag Matt damit, der in die Burg reinläuft, obwohl er da eigentlich gar nicht rein darf. Dumpti-dumpti-dumm. Ich gehe hier einfach mal so ein bisschen lang. Hey, du! Du bist doch der Typ, der hier im Lager aufgenommen werden will. Ich könnte dir dabei helfen. Aha. Draußen vorm Lager sitzen zwei Typen rum, von denen einer die Erzbarone bestohlen hat. Es ist ein wertvolles Amulett, das mit dem letzten Konvoi gekommen sein sollte. Einer von ihnen müsste das Amulett noch haben. Wenn wir beide auf sie draufgehen, schaffen wir sie. Alleine kann ich's nicht machen. Was sagst du? Och, das klingt doch ganz gut. Aber was passiert denn, wenn wir das Amulett haben? Was passiert, wenn wir das Amulett ganz haben? Ganz einfach. Ich geb's zurück und kassiere die Belohnung. Dabei sage ich, dass du mir geholfen hast. Damit hast du bei Gomez einen Stein im Brett. Das klingt ja ganz gut, aber ich meine, ich will auch Geld haben hier, ne? Nein, okay, wir machen okay. Halbe, halbe. Du kannst den Typen anlegen. Wird schon genug dabei rausspringen. Also, bist du dabei? Seltsamer Glitch gerade eben. Das gut, sag Bescheid, sobald wir losgehen können. Das klingt zu gut, um wahr zu sein, oder? Ich bin bereit, mit dir zu gehen. Dann lass uns das Amulett holen. Das macht richtig Spaß mit dir. Och, Mann. Schön, dass du mich mitnimmst. Das ist gerade der falsche Zeitpunkt. Geh mal weg, bitte. Ein Kalt. Was ist?
Du darfst nicht in die Burg. Hau ab! Ja, ich weiß, dass ich nicht in die Burg darf. Ich weiß gar nicht, warum du mich anlaberst, Torus. So, wir gehen jetzt mal Grimm. Grimes war, glaube ich, ein Typ in der alten Mine. Und Grimm ist jemand anderes. Tja, vielleicht hat der die Grimmschen Märchen geschrieben. Wer weiß. Aber wo ist sein Bruder? Da gab es doch eigentlich zwei. Die Gebrüder Grimm. Dumpti-dumpti-dumpti-du. Ich speichere mal, weil ich weiß, was uns erwartet. Dumpti-dumpti-dum. Eigentlich ist das total gemein, dass ich das jetzt mache und ihr wisst, dass jetzt irgendwas passieren wird, aber hey. Hallo, na? So. Hier sind wir. Schön weit weg von deinem Freund Diego. Ich soll dir schöne Grüße von Bloodwin bestellen. Ach, ist er zu feige, selbst gegen mich anzutreten, hä? Komm her. Jawohl. Hallo? Hör mal auf, Grimm anzuvisieren. So. Das ist doch befriedigend, oder? Gegen die Buddler haben wir nämlich so gute Chancen. Die kriegen wir einfach so weggeknüppelt. Sollen wir jetzt schnell die Leute ausnehmen, bevor sie wieder aufstehen. Ah, das tat jetzt gut hier. Moment. Schnell alles mitnehmen. Ist zwar nicht viel, was sie haben, aber hey. Ich finde dafür, dass sie uns das hier... Das wird dir noch leid tun. Ach, wird es das? Das, mir ganz schön das wird dir noch leid tun. War ein guter Keine Kampf. Panik. Aber jetzt ist gewonnen. Du Penner wolltest mir also nur eine Falle stellen. Hey Mann, wir spielen beide dasselbe Spiel. Ich habe auch keine Lust, in den Minen buddeln zu gehen. Also werde ich tun, was mir die Gardisten sagen, dann werde ich hier bald aufgenommen. Dass ich ausgerechnet dir aufs Maul hauen sollte, hast du dir im Grunde selber zuzuschreiben. Warum legst du dich auch mit den Gardisten an? Persönlich habe ich nichts gegen dich. Also was ist? Frieden oder weiterprügeln? Och, weiterprügeln? Nee, das bringt leider keine weitere Erfahrung und er hat ja auch keine Items mehr dabei, deswegen würde ich sagen, machen wir einfach mal Frieden. Frieden klingt gut. Freut mich, dass du das Ganze durch meine Augen sehen kannst. Die Sache ist vergessen. Ab jetzt bin ich auf deiner Seite. Wenn du nochmal Ärger haben solltest, kannst du auf mich zählen. Schließlich schulde ich dir was. Tja. Und wie weit bist du mit deinen Prüfungen? Ich habe schon mit Dexter, Sly und Fingers geredet. Das sind einige der einflussreichsten Schatten hier im Lager. Ja, da kann man schon sehen, Bloodwin ist echt ein ganz schönes Arschloch, ne? Und das war nicht nur ich, der die Drohung rausgehört hat. Der hat uns tatsächlich gedroht und hat uns hier die Leute auf den Hals gehetzt. Tja, aber selber ist anscheinend zu feige, was gegen uns zu unternehmen. Oder vielleicht kriegt er dann Ärger mit Torus, wenn er anfängt, Buddler zu verprügeln. Ja, du hast mich besiegt. War ein guter Kampf, aber jetzt ist genug. Warum bist du hier? Mit denen haben wir doch sowieso schon mal geredet, oder? War ein guter Kampf. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. Genau. Und das ist die Geschichte, wie ich ihn volles Pfund aufs Maul haute. So, sollten sie eigentlich auch nichts mehr dagegen haben, dass ich hier an ihre Truhe rangehe. Ich meine, das schulden sie mir jetzt. Nee, natürlich haben sie was dagegen. Sie wollen eigentlich gegen uns kämpfen, merken dann, dass sie wenig Lebensenergie haben und rennen einfach weg. Ja, rennt ihr mal. Ich gehe so lange wieder ins alte Lager. Passt auf, dass ihr euch nicht fressen lasst. Das ist jetzt meins, was ihr in der Truhe hattet. Meins, mein Schatz. Ja, reden wir nochmal mit Bloodwin. Vielleicht hat er was dazu zu sagen. Nö. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Ja. Ist ja alles gut. So, ich würde sagen, das ist wenigstens ein Erfolgserlebnis, mit dem wir jetzt die Folge beenden können. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann funktioniert das hoffentlich alles ein bisschen besser. Vielleicht probiere ich dann nochmal den Arena-Kampf, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall haben wir im Sektenlager noch einiges zu tun. Und das wird dann unser nächstes Ziel sein. Und das wird dann auch das letzte Mal, vermutlich, dass wir ins Sektenlager gehen, erstmal. Denn dann können wir dort alle Aufträge abschließen, die wir da zu tun haben. Das heißt, so langsam beschäftigen wir uns eigentlich nur noch damit, dass wir alle Quests zu Ende bringen, bevor wir uns endgültig für ein Lager entscheiden. Ich meine, wir sind, naja gut, Stufe 5 sind wir. Aber, hey, ne? Vielleicht sollte ich meine Stärke nochmal ein bisschen upgraden. Nochmal 11 Punkte in Stärke? Das wäre es eigentlich. Vielleicht kann ich dann auch in der Arena besser kämpfen. Egal, wie auch immer, das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Ich denke drüber nach
Und bis zum nächsten Mal.